Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vanguard. Ja, mir würde jetzt wieder anfangen mit der nächsten Mission mit Stalingrad 1942 und ich würde sagen, wir fangen einfach an. So, jetzt habt ihr auch Spielesound und ich würde sagen, mir gespeicherte letzte Kontrollpunkt, fangen wir einfach an. Ich habe nicht weitergespielt. Ich werde die ganze Kampagne mit euch alleine durchspielen. Und habe sie bis zu dem Zeitpunkt auch selber nicht durchgespielt. Das bedeutet, ich erlebe das Ganze genauso zum ersten Mal wie ihr. Beziehungsweise je nachdem, wenn ihr es selber schon gespielt habt, ist es was anderes. Aber ich habe es zu diesem Zeitpunkt noch nicht durchgespielt. Also für mich wird es genauso überraschend wie für euch. Aber ich hoffe, euch haben die letzte Aufnahmeszene gefallen. Wie kommen wir aus diesem Gebäude? Mischa, konzentrier dich. Wie kommen wir zum Fluss? Wo ist der Ausgang? Wir könnten durch die Kanalisation. Die Deutschen blockieren den Hof. Munition nachladen. Hast du noch mehr Vorräte, Waffen, irgendwas, das ich benutzen kann? Ich weiß, dass Soldatin vom Dach verteidigt haben. Sie hatten ein Funkgerät. Vielleicht sind da auch Vorräte. Ich gebe euch von dort aus Deckung. Bring du unsere Leute zur Kanalisation. Wie du meinst, Sestra. Vielleicht kannst du von dort aus Dach klettern. Dann schauen wir mal, ob wir aufs Dach kommen. Ich denke, ich kann dir hier hochhelfen. Was steht da? Okay, wir gehen noch mal runter. Hier solltest du aufs Dach kommen. Ich helfe dir hoch. Ich werde euch dann Deckung geben. Du warst schon immer ein besserer Schütze als ich. Vater ist jetzt bei mir. Und er würde nicht wollen, dass wir hier im Postamt durch ein paar Bastarde sterben. Er wäre stolz auf dich. Stolz auf uns. Bring sie in die Kanalisation. Gebe euch vom Dach aus Deckung. Nicht verfehlen. Das tue ich nie. Ja, dann würde ich mal sagen, kletten wir da hoch. Sobald wir draußen sind, müsst ihr euch verstecken, bis Bruder in Position ist, okay? Polina, wenn du mich hörst, finde das Funkgerät. Ich empfange nichts. Bursche, ich hoffe, du hörst endlich mal auf mich. So. Wir sitzen im Krater bei der Wand fest. Nachladen. Ausrüstung voll. Munition ist voll. Wir warten auf deinen ersten Schuss, bevor wir zur Kanalisation laufen. Ihr seid doch Zinger, Ivan! Akzeptiert eure Niederlage! Polina, wir laufen auf dein Zeichen zur Kanalisation. So. Zeuge für Ablenkung. Wir können zur Kanalisation, sobald du das Feuer eröffnest. Von der Roten Armee ist nichts mehr übrig. Niemand wird... Polina, wir laufen auf dein Zeichen zur Kanalisation. Sie sahen es. Bewegung! Polina hat seine Aufmerksamkeit! Nicht deine Waffen nieder und ergib dich! Keiner von euch wird diesen Platz lebend verlassen! Wow, 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 wow. Kann ich hier irgendwo aufstützen? Lange durch, Polina! Wir brauchen freie Bahn! Wenn es da Molotovs gibt, nur zu, Polina! Okay, dann werfen wir mal. So, nachgeladen. Molotov. Nachladen. Hergekommen.
einer. Zwei. Der nächste. Hey, wie viele Molotovs hast du noch übrig? Wir werden überrannt, halt uns diese Nazis vom Leib, Sestra! Okay, falsche Seite gedeckt. Passt. Jetzt weiß ich, wo ich decken muss. Hinter uns sind mehr Deutsche! Auf der anderen Seite des Kraters! Okay, Leute! Runter in die Kanalisation! Molina, gib ihnen Deckung! Wir brauchen einen Moment, um sie aufzubekommen! Molina, das Hotel! Wir nageln uns von oben an der Hotellobby fest! Wir werden von oben beschossen! Die Fenster! Oh. Molina! Sie wollen dich auf den Dächern flankieren! Molina, komm hier runter! Und zur Kanalisation! Die Ton auffüllen, Molotovs auffüllen. Das sind Gerüste an der Seite des Gebäudes, die du benutzen kannst! So, das hat Eddie hier geschafft. Stalingrad zu überleben war keine Kleinigkeit. Zu entfliehen. Ich würde sagen, ich mute mich mal, dass ich euch nicht störe bei der Filmsequenz und dann sehen wir uns danach wieder. Noch schwieriger. Aber niemand entflieht so etwas wirklich. Die Nazi-Kriegsmaschinerie hatte uns alle berührt. Etwas Bedeutendes weggebrannt. Ich denke, das war es, was uns für die SOI interessant machte. Aber bei Polina reichte die Wunde bis ins Mark. Sie war dazu bestimmt, sich zu revanchieren. Und das machte sie zum tödlichsten Mitglied meines Teams. Eine rührende Geschichte. Du konntest nicht mal das Leben deines Vaters retten. Also sag mir, warum ist eine Russin mit einem alten Gewehrteil einer alliierten Geheimoperation? Du machst mir keine Angst, kleine Maus. Du verstehst das falsch, Mädchen. Es ist nicht nötig, dass du Angst hast.
Es genügt mir, dass du schreist. Was bringt deine Freunde zum Reden? Wieso? Weil ich eine Frau bin? Du bist nicht sehr gut darin, oder? Sag mir, welche anderen Missionen haben die Alliierten noch in Deutschland? Nichts, was der Rede wert ist. So. Was ist denn der Rede wert, Fräulein? Friesinger. Erzählen wir zwei die gleiche Geschichte. Weg mit ihr. Schicken Sie mir alles über Kommandant Steiner und alle Fotos der russischen Scharfschützin. Lady Nachtigall. Ja, genau die. Und Herr Friesinger, ich wollte gerade zu Ihnen. Wir haben es durch die Frau bestätigt. Der sechste Alliierte ist tot. Ist das so? Ein Amerikaner? Verhaftet in Tempelhof? Ein Flugzeug? Das ergibt keinen Sinn. Die haben Sie lächerlich gemacht, Richter. Und Sie machen das Gleiche mit mir! Der Amerikaner wird jetzt hergebracht. Wenn ich ihn selbst verhören muss, habe ich keine Verwendung für Sie. Bist du verletzt? Was glaubst du? Wollte nur nett sein. Was hast du ihnen gesagt? Es ging um Foltertipps. Schon gut. Ich hab gelogen wie du. Hat das geklappt? Er brach ab bei der Erwähnung von Friesinger. Wenn wir hier rauskommen, dann werde ich zuallererst ins Kino gehen. Mir Les Trois Mousquetaires ansehen. Und lass mir von Edith Merat mein Herz brechen. Und du, Lucas? Was machst du, wenn wir hier rauskommen? Ich? Wenn ich daheim bin, esse ich Lemmingtons bis zum Abwinken. Nur Kuchen. Die ganze Zeit. Was dir fehlt, weiß ich. Ja. Ich wünsch mir, dass die liebliche Barbara in meiner Kneipe mir Bier ausschenkt, bis ich diese Hölle vergessen hab. Ich weiß nicht mal, ob sie noch lebt. Alle, die ich liebe, sind tot. Und ich fühle nur noch was, wenn ich einen Deutschen sehe, der um sein Leben fleht. Also, ich bin exakt dort, wo ich hingehöre. Wade erschien, genau wie ich gehofft hatte. Er spielte seinen Teil, ohne meinen Plan auch nur zu kennen. Das Team hatte ihn abgeschrieben, aber ich zählte auf seinen üblichen Charme. Traut dich das nochmal? Dann haben wir ein verdammtes Problem. Ihr Team hat mich angelogen, Lieutenant. Lieutenant? War das so schwer? Endlich etwas Respekt? Ich weiß, du bist der Sechste. Was wolltest du mit dem Flugzeug? Ihr Nazis. Mir war wohl im stinkenden Pazifik.
Wobei haben Sie denn wohl noch gelogen? Jodele. Also, ich würde mal sagen, wir schauen bei der nächsten Folge weiter. Dann halten wir jetzt unsere gute Viertelstunde rum. Und ich freue mich auf jeden Kommentar, jeden Daumen und jedes Abo, das ihr mir da lasst. Bis zum nächsten Mal.